Willkommen zu meinem Yoga-Programm, das ich mir extra für extrem unbewegliche Männer ausgedacht habe. Ich zeige dir heute 5 Yoga-Übungen, ja, die du mit Hilfe eines Stuhls ganz einfach durchführen kannst, um deinen Körper zu dehnen und mehr Flexibilität zu erlangen. Wir stellen den Stuhl als allererstes hier vor uns. Und dann stellst du dich mit den Füßen hüftbreit vor den Stuhl. Von hier aus beugen wir uns nach vorne und wir wollen uns von der Hüfte her nach vorne beugen. Wenn deine Beinrückseiten sehr verkürzt sind, dann beugst du einfach etwas deine Knie. Und dann nimmst du deine Hände, hier die flache Hand, an die Stuhllehne und mit der Ausatmung lässt du dein Brustbein jetzt nach unten sinken. Achte darauf, dass du die Knie nicht überstreckst, ja, lieber eine kleine Beugung in den Knien und du lässt mit der Ausatmung hier dein Brustbein nach unten sinken. Die Arme sind gestreckt, die Finger sind gestreckt, die Handflächen drücken aktiv gegen die Stuhllehne. Halswirbelsäule ist in Verlängerung der Brustwirbelsäule, dein Blick hier auf die Sitzfläche des Stuhls. Deine Beininnenseiten ziehen nach hinten, deine Flanken lang. Auch die Sitzbeinhöcker ziehen nach hinten, während dein Brustbein lang nach vorne zieht. Die Arme sind gestreckt. Kannst auch gerne den Winkel etwas verändern, ja, die Hände ein bisschen weiter öffnen, falls nötig. Ja, wir wollen hier wunderbar die Brustwirbelsäule öffnen, die Beinrückseiten dehnen und den Rücken hier richtig schön lang ziehen. Bleib hier noch für ein paar Atemzüge. Zieh das Becken nach hinten. Ja, auch wunderbare Öffnung für die Schultern, für den Schultergürtel. Und dann langsam drück die Füße aktiv in den Boden und richte dich wieder auf. Nimm die Hände hier an die Hüfte und komm langsam wieder nach oben. Von hier ist die Ausgangsposition mit den Füßen hüftbreit. Jetzt steigst du mit deinem rechten Fuß nach vorne hier auf den Stuhl. Und dann mit der Ausatmung sinkst du hier tief in der Hüfte und nimmst einfach die Hände an die Stuhllehne. Die Außenkante des Fußes drückst du ganz fest hier in den Boden. So spürst du vielleicht auch eine Dehnung hier in deiner Wade und Beinrückseite. Dadurch, dass du hier nach unten sinkst in der Hüfte, möchtest du hier auch die Dehnung in deinem Hüftbeuger und vielleicht auch im Oberschenkel spüren. Bleib aufrecht, das Brustbein angehoben. Die linke Gesäßhälfte etwas mehr aktivieren, rechte Hüfte zurückziehen, die linke nach vorne. Zieh den Bauchnabel nach innen oben, wie als wenn du einen Reißverschluss zuziehen würdest, die Brust angehoben. Und dann nochmal etwas tiefer sinken in der Hüfte. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Starkes hinteres Bein, vorderer Fuß drückt aktiv hier auch in die Sitzfläche des Stuhls und dann langsam wieder zurückkommen die Hände in die Hüfte und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Diesmal mit dem linken Fuß nach vorne auf die Sitzfläche des Stuhls, ausatmen, nach vorne, nach unten sinken, mit den Händen hier auf die Stuhllehne stützen, die Ferse, die rechte aktiv hier in den Boden schieben. Spür auch die Dehnung in deiner Wadenmuskulatur. Rechte Gesäßhälfte mehr aktivieren, Beininnenseiten zur Körpermitte ziehen. Bauchnabel nach innen oben, Brust anheben. Schultern weg von den Ohren. Und dann sink nochmal ein bisschen tiefer hier in der Hüfte. Vorderer Fuß drückt aktiv hier in die Sitzfläche. Noch ein paar Atemzüge. Spür, wie du Hüftbeugemuskulatur, Oberschenkel öffnest. Und dann langsam komm wieder zurück, Hände in die Hüfte, Fuß zum Boden. Jetzt setzen wir uns auf den Stuhl. Setz dich ein bisschen mehr nach vorne auf die Kante des Stuhls. Die Knie sind hier über deinen Sprunggelenken, Füße hüftbreit geöffnet. Du sitzt mit aufrechter Wirbelsäule. Und jetzt nimmst du dein rechtes Bein und legst dein Fußgelenk hier auf dem Oberschenkel ab. Rechte Hand legst du auf dein Knie, flexe den Fuß, das heißt die Zehen zum Schienbein ziehen, um dein Knie hier zu stabilisieren. Die linke Hand kannst du auf deinen Fuß nehmen. Für einige von euch wird das hier vielleicht schon eine sehr intensive Dehnung sein, hier an der Außenseite der Hüfte. Ja, dann bleibe einfach aufrecht sitzen. Du möchtest wirklich nur hier die Dehnung an der Außenseite der Hüfte und des Beins spüren, aber keine Schmerzen in deinem Knie. Wenn du sagst, du kannst noch etwas mehr in die Dehnung gehen, dann beugst du dich jetzt hier
vom Becken her mit langer Wirbelsäule nach vorne. Dann wirst du merken, dass die Dehnung hier intensiver wird an der Außenseite der Hüfte. Aber wie gesagt, achte wirklich bitte auf dein Knie. Kannst auch leicht hier Druck ausüben, um noch etwas mehr in die Rotation, in die Außenrotation, in die Dehnung zu gehen. Brustbein bleibt angehoben und der untere Rücken lang. Auch hier bleib ein paar Atemzüge. Schultern bleiben entspannt. Atme durch die Nase ein und aus. Und dann einatmen, den Oberkörper langsam wieder aufrichten, den Fuß auf dem Boden abstellen und dann legen wir das linke Fußgelenk auf dem rechten Oberschenkel ab. Ja, kann sein, dass eine Hüfte etwas offener ist als die andere, das ist völlig normal, wir sind nicht symmetrisch. Linke Hand hier auf dem Knie, rechte am Fuß, entweder du bleibst aufrecht sitzen oder du neigst den Oberkörper nach vorne für eine etwas intensivere Dehnung hier an deinen Glutes, an der Außenseite der Hüfte. Ja, die Gesäßmuskulatur wollen wir hier dehnen. Auch hier einige Atemzüge, Fußflexen und aktiv halten. Achte wieder darauf, keine Schmerzen in deinem Knie, Rücken lang, Brustbein angehoben. Und einatmen, richte dich auf, wenn du dich nach vorne gebeugt hast und nimm jetzt deinen Fuß hier wieder zum Boden. Von hier aus drehen wir uns zur Seite, so dass hier die Stuhllehne hier an der Seite deines Körpers ausgerichtet ist. Auch hier setz dich etwas mehr nach vorne, so ein bisschen mehr an die Kante des Stuhls. Ausgangsposition ist wieder, die Knie sind hier über den Sprunggelenken, die Füße sind hüftbreit geöffnet und du sitzt mit aufrechter Wirbelsäule. Deine Sitzbeinhöcker und das Becken sind ganz fest auf dem Stuhl hier auf der Sitzfläche verankert. Die möchtest du nicht bewegen. Du möchtest jetzt nur deinen Rumpf drehen, hier von deiner Körpermitte, also benutzt deine Bauchmuskulatur. Becken bleibt still, Wirbelsäule lang und dann greifst du hier die Lehnen des Stuhls und mit der Einatmung hebst du nochmal dein Brustbein an und mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und komm jetzt etwas mehr in die Rotation. Ja, wir wollen hier die Flexibilität der Wirbelsäule fördern, ja, und auch durch die Drehung, durch die Atmung, unsere Bauchorgane massieren. Ja, wirklich mit jeder Einatmung mehr Länge schaffen, mit der Ausatmung den Oberkörper etwas mehr drehen. Halte dich fest, ja, an der Stuhllehne. Und dann einatmen, nochmal nach oben verlängern den Scheitel des Kopfes. Ausatmen, dreh zuerst den Kopf zurück und dann den ganzen Körper zurückdrehen. Und dann drehen wir uns einmal komplett zur anderen Seite. Auch hier komm nochmal in deine Ausgangsposition. Hier mit den Beinen im rechten Winkel, Brustbein angehoben, Bauch ranziehen und dann von hier aus vom Rumpf. Die Drehung kommt aus deiner Brustwirbelsäule. Ja? Erstmal den Rumpf drehen und dann den Kopf drehen. Das Becken bleibt wieder gut hier verankert, das bewegst du nicht. Spür auch die Öffnung hier in deinem Brustkorb und atme weiter in den Bauch hinein, nicht den Atem anhalten. Einatmen, nochmal Aufrichtung schaffen, vom Steißbein bis zum Scheitel des Kopfes. Ausatmen, den Kopf zurückdrehen und dann den Rest des Körpers. Abschließend wollen wir noch in eine Vorbeuge kommen, und zwar um hier den Rücken zu dehnen, den unteren Rücken und gleichzeitig auch hier die Beininnenseiten und die Leisten. Öffne deine Füße, die Zehen zeigen nach außen, in die gleiche Richtung wie die Knie. Du sitzt wieder auf der Kante hier des Stuhls. Deine Fußgelenke sind unter den Knien positioniert. Und von hier aus beugen wir uns nach vorne. Du kannst jetzt die Hände gerne an deine Fußgelenke nehmen. Scheitel des Kopfes zieht Richtung Boden. Wenn du möchtest, kannst du sogar hier die Ellenbogen an die Innenseiten hier deiner Beine, deiner Waden nehmen und die Knie leicht nach außen drücken. Achte darauf, dass du die Schultern nicht nach oben ziehst zu den Ohren. Bleib hier für ein paar Atemzüge, spür, wie du den unteren Rücken dehnst. Nacken, Kopf entspannt.
Dann drück die Füße aktiv in den Boden. Und mit der Einatmung kommst du langsam wieder nach oben und richtest dich auf. Ja, diese einfachen 5 Übungen kannst du eigentlich jederzeit daheim oder auch sogar im Büro, ja, wenn du einen Stuhl zur Hand hast, durchführen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben.